munteres Spielchen werden, denn beide Mannschaften haben exzellente Techniker in ihren Reihen. Das Einzige, was sie nicht können, ist Tore schießen. Staatsanwalt gesteht durch so Klassiker wie Fidschi gegen Papua-Neuguinea oder Samoa gegen Vanuatu, wie Japan spielt mit einer Dreierkette, mit als Quasi-Libero Miyamoto in der Dreierkette, in der Nakazawa schmerzlich vermisst wird. Nakata dann im Mittelfeld, der Regisseur, der Star, vorne einzige Spitze Yanagisawa, die beiden dahinter Ogasawara und Nakamura, durchaus torgefährlich, wenn man das so sagen darf. Die Mexikaner ganz ähnlich mit einem 3-4-1-2-System, also auch eine Dreierkette, in der natürlich Rafael Márquez, der Mann vom FC Barcelona, schmerzlich vermisst wird. Der Trainer hat die gesamte Dreierkette umbauen müssen. Galindo spielt zentral, davor Pardo als gleichsam Libero vor der Kette. Sinha ist der Regisseur hinter den beiden Spitzen, hinter Fonseca und Borghetti. Und gerade der Neuner Borghetti, Mexiko und Japan. Beide Trainer stehen, wie nicht lange zu erwarten, immer dann in der Kritik, wenn es mal gerade nicht so läuft. Und das geht relativ schnell, war bei Japan so. Zico und ist auch. So, der Anstoß, Mexiko also. Lozano. Lozano mit der 21, der über die linke Seite Druck machen soll. Nakamura. Pardo. Akira Kaji, aufgepasst. Oh. Hat Miyamoto aber schön vorbeigesäbelt. Kaji. Und das Tor. Yanagisawa war da, aber sie ist wohl eher ein Eigentor. Ganz selten mal, dass Japan über die Flügel kommt, in diesem Fall aber mit Kaji auf der rechten Seite, Yanagisawa innen. Schauen uns das noch mal an. 2-1 in innen und dann ist es in der Tat ein Eigentor. Und es ist Osorio. Noch mal die Szene hier. Kaji auf und davon. Und dann greift Sanchez hinter sich. Zentrale Mittelfeld hinter den beiden Spitzen, Borghetti und Fonseca. Pardo. Viel hat es nicht gebracht. Das wäre es gewesen. Hidetoshi Nakata, der Großverdiener, rückgezogen. Jetzt vielleicht. Oh, sorry. Pardovas, abgefälscht, Ecke. Fonseca haben Sie gerade gesehen. Kaji, Ecke. Der
bei einer WM dabei. Es ist ja nur noch rechnerisch möglich. Sinja. Ja! Da ist der Ausgleich. Wenn man es nicht erspielen kann, dann eben mit der Brechstange. 1:1. Wunderbarer Treffer von Sinja. Minute, Mexiko gleicht aus und da der Torhüter Kawaguchi auch nur 1,79 misst, hat er Probleme daran zu kommen, wenn der Ball so, ja, warum nicht? Akira Kaji, Salcido, Fonseca, Borghetti, abgepfiffen. Der Torschütze in der 39. Minute. Und Yanagisawa hier im Bild für die Japaner in der 12. Minute. Das war's in der ersten Halbzeit. Wir sind dann da. Beide junge Spieler. Pinofa ganz sicher nicht. Es geht ein frischer Wind. Traditionelle Kurzpassspiel. Und kann selbst solche Situationen nicht verwerten. Carmona war's. Yanagisawa. Zweite Chance hier für Japan, denn mehr hatten sie bisher nicht im Spiel. Sinja. 1:1 gegen Ecuador, zwei Tore geschossen. So, da sehen wir nochmal die Perez. Im Sinja. Borghetti. Pfosten. So viele kriegt er davon nicht mehr. So, jetzt gibt es den Wechsel. Inamoto kommt. Für Nakamura. Junichi. Zweifel. Was die Körperlänge anbetrifft. Ogasawara. Inamoto. Aha. Geht doch. Auch Japan kann aus der Distanz schießen. Fonseca und Tor. 2:1. Fonseca. Brasilien führt. Entschuldigung, Mexiko führt. Das ist das Mittel gegen Japans Abwehr. Hohe Bälle über die Außen. Und dann die beiden längsten auf dem Feld. Hier, Fonseca gegen Alex. Nochmal, Pineda, der reingekommen ist mit der Flanke. Und hier, Ogasawara. Und sie rücken auf. So, jetzt wird ausgewechselt. Ogasawara geht. Und Masabi Oguro kommt. Und das ist, wenn es nicht mit hohen, langen Bällen geht. Jetzt die Chance, Borghetti. Abseits gepfiffen, abseits gepfiffen. Alex. Jawohl. Yanagisawa. Mein lieber Mann. Osvaldo Sanchez. Das war ja nun kein Gewaltschuss. Carmona. Geht doch. Pardo. Aber ist nicht zwingend. Man hat nicht das Gefühl, dass da ein Tor in der Luft liegt. Yanagisawa. Kaji hatte die Flanke von der rechten Seite. Das ist ihm auf den Punkt Hellbach. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Mexikanischen Spiels gebracht. So, gibt einen weiteren Wechsel. Tamada kommt. Dass sie hier nochmal eine Schlussoffensive in den letzten zur Verfügung stehenden 6 Minuten bringen. Ja.
Schade. Tamada, Tor gewinnt mit 2:1 gegen Japan. Am Ende verdient. Die Japaner haben zu wenig nach vorne getan. Die Defensive, okay, er ist der Matchwinner. Fonseca, der Torschütze. Oh,